in der Kurve überholen, kann man auch machen, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so geil. Gerade wenn was von vorne kommt, aber es gibt halt Leute, die es immer wieder nicht lernen. Und vor allen Dingen Leute, wir haben es bloß 0 Grad. Das heißt, es kann ja auch gut gefroren sein. Und in der Kurve ist das halt ziemlich bescheiden, sag ich mal. Ne? Das sollte man nicht machen. So, jetzt gleich nochmal das Auto ein bisschen sauber machen. Schon einige Wochen unterwegs, ohne einmal das abzukärchern. Eine vernünftige Handwäsche wäre eigentlich auch mal wieder nötig und vor allen Dingen eine mit Canauba-Wachs, damit das ein bisschen versiegelt ist und nicht ganz so viel Dreck ansetzt. Ja, mal gucken, wann ich da mal zukomme. Vielleicht ja im Urlaub. Aber jetzt wird zumindest einmal abgesprüht, damit der grobe Dreck runter ist und vor allen Dingen so ein bisschen Streusalz wurde ja hier und da auch schon verteilt. Das sehe ich an den Reifen. Das muss auch runter. Das ist nicht gut für den Lack und das ist auch nicht gut für die Reifen. Die können auf Dauer dadurch natürlich ein bisschen mehr angegriffen werden durch den üblichen, als durch den üblichen Schmutz. Naja, aber jetzt erstmal hier an der Bahnschranke noch stehen. Großartig, das macht Spaß. Hey, der Zug fährt los. Jetzt gleich weitergehen. Sehr schön. Ab zur SB-Box. Ohne alles, ohne irgendwelche Sonderbehandlung. Einfach bloß abkärchern und das hat sich dann auch. Das reicht vollkommen. Wird eh wieder dreckig. Wie gesagt, eine richtige Handwäsche muss kommen und dann auch gleich eine kleine Versiegelung. Tankstelle, geschafft. So, dort ist eine Box. Das Ende für nu. Ja, liken, kommentieren, abonnieren. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen.